Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jizzes Box von Jizzes. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jizzes von Jizzes. Das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Jizzes. Dieses hat er passenderweise ebenso benannt wie auch sich selbst. Also der Künstlername ist zugleich auch der Albumtitel. Wir haben hier eine Box im Hochformat. Und das Ganze ist etwas speziell, denn die gab es nicht regulär über Amazon oder sonstiges zu kaufen, sondern wirklich nur über den Webshop der 187 Straßenbande. Das Ganze ist in der Optik einer Videokassette oder in wie so einem Plastikcase gehalten. Also ich muss ehrlich sagen, als ich die Fotos damals gesehen hatte auf der Homepage, dachte ich, genau, hier sieht man es, dass das Ganze wirklich so eine Plastik, so eine Hartplastikbox wird. Aber nein, es ist tatsächlich eine Kartonbox. Hier oben lesen wir einmal 187 Straßenbande präsentiert. Dann lesen wir auch noch Premium Edition. Jizzes hier in Rot und dann daneben noch diverse Blutspritzer. Passend zum Albumcover, das sieht auch ziemlich martialisch aus. Hier der gute Mann, man erkennt ihn hier an seinen Tattoos, mit einem blutigen Küchenmesser. Und hier sehen wir auf der Straße eine Menge Blut, da hinten brennt und diverse Polizeibeamte, die hier scheinbar auf ihn zukommen. So, dann haben wir hier die Beteiligten, die Logos der Beteiligten. So sieht das dann von der Seite aus. 187 lesen wir hier und ansonsten hier in dieser Plastikoptik gehalten. Premium Edition Box ist hier dann auch nochmal mit Katalognummer und dann lesen wir hier noch Straßensound. Okay, auf der Unterseite haben wir hier noch diverse Fotos, diverse Eindrücke, dann hier noch weitere Beteiligte, also die Credits zum Album. Und dann gibt es hier noch einen Sticker. Das Ganze ist deswegen hier mit Sticker gelöst, denn es gab diese Box in verschiedenen Varianten wegen des Shirts. Also das Shirt gab es in 4 verschiedenen Größen, glaube ich von S bis XXL oder so. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Dann haben wir die Boxinhalte und natürlich einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier abnehmbar, also der Deckel ist komplett runter zu machen, wenn es funktioniert, ist gar nicht so einfach. Hier klemmt es gerade. Eieiei. Eieiei. So, aber jetzt. So, von innen in weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal Sticker mit dabei, 3 Stück an der Zahl. Dann haben wir das Album an sich, ein Kartenspiel, ein T-Shirt und ein Heftchen, ein Magazin. Zu dem kommen wir dann noch. So, auch hier die Box innen weiß, also sowohl die Ober- also auch die Unterseite von innen weiß. Dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Und wir haben hier 2 Sachen in Folie. Einmal das Album, einmal das Shirt. Der Rest bleibt dabei drüben. Und wir packen mal die beiden Sachen aus. Okay, nein, hier geht das einfach so. Also das Shirt. Und dann haben wir natürlich noch das Album. Dieses ist ebenfalls eingeschweißt. So. Dann machen wir hier mal einen Schnitt. So, wir haben hier als erstes mal einen Pappschuber. Das ist nicht das eigentliche Cover, das ist wirklich nur das Cover des Pappschubers. Wir haben hier in Nahaufnahme Jizzes mit dieser halb aufgesetzten Clownsmaske. Oben lesen wir noch 187 und seinen Titel, also den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Features mit dabei von Bones MC, nochmal Bones, Gallo Nero, Safir und Raf Camora.
dann hier wieder die Album-Credits, die Leute, die daran mitgewirkt haben und einen Barcode. So, dann machen wir das mal zur Seite. Bedeutet, der Barbschuber kommt ab. Oben und unten lesen wir dann auch noch jeweils Tschüsses. Und dann haben wir das eigentliche Cover. Also, das ist das Album, kommt hier in einem regulären Jewel Case. Wir haben hier den guten Mann auf einem, ja, vor einem Tisch sitzend oder stehend. Und hier dürfte wohl gerade Geburtstag gefeiert werden. Hier im Hintergrund lesen wir einmal Happy Birthday. Und dann haben wir hier noch eine Torte, einen Luftballon und diverse weitere Utensilien. Hier liegen unter anderem Medikamente und Drogen. 187 Straßenmann, der präsentiert. Jesus. Und hier auch wieder die Tracklist plus natürlich Beteiligte und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Das Booklet ist so gestaltet. Hier auch wieder Fotos und die einzelnen Tracks nochmal in der Übersicht. Wer war daran beteiligt? Wo wurde das Ganze aufgenommen? All das kann man hier nachlesen. Boah, die sehen ziemlich mitgenommen aus, die Hände. Hier wurde einiges an Blut vergossen. Dann haben wir noch einen Baseballschläger und Blut. Ich glaube, das ist das Cover von Vor der Tür. Das war die Single-Auskopplung. Und die weitere Tracks plus Album-Credits. Jawohl, das kann man eventuell dann als Alternativ-Cover verwenden. Dann kann man das Booklet hier einfach umdrehen. Ich werde es beim regulären Cover belassen. Die Album-CD ist auch wieder in dieser wunderbaren Tortenoptik gehalten. Was lesen wir hier auf dieser Torte? Ich hoffe, man kann es lesen. Hier steht irgendwas mit oder mich. Vielleicht kann man das hier noch besser lesen. Okay, nein, hier steht was mit, ich glaube, wenn ich es richtig lese, steht hier oder liebt mich. Also, vielleicht steht dann im Gesamten hasst mich oder liebt mich. Man kann auf jeden Fall nur oder liebt mich lesen. Auf der Rückseite, auf der Unterseite genauso. So, das Ganze packen wir wieder in den Pappschuber. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Störgeräusche hört, wie zum Beispiel gerade dieses Schleifen oder Sägen, dann tut es mir leid. Neben meinem Haus ist eine Baustelle seit langem im Gange. Ich hoffe, es beeinträchtigt die Tonspur nicht allzu sehr. Dann haben wir mit dabei drei Sticker. Einmal, zweimal hier quadratisch. Also das Cover zu der Single-Auskopplung Donuts und dann hier das Albumcover. Und dann haben wir noch einmal kreisförmig 187 Straßenbande-Sticker, der hier gerade abgefackelt wird scheinbar. Also drei Sticker. Ein Kartenspiel ist mit dabei, auch dieses hier im bekannten Artwork designed. Dann haben wir hier Skat, französisches Bild. Und haben wir noch was drin? Nein, auch das hier in Folie. Schauen wir mal rein. Aha, okay. Ich dachte jetzt eventuell, dass die Bilder irgendwie speziell designt wären, also dass man hier irgendwie Jesus, Bones und weitere Mitglieder der 187 Straßenbande sieht, aber nein. Es ist wirklich ein ganz klassisches Kartenspiel, eben ein Skatspiel mit französischem Bild. Also, so wie man das kennt, Bube, Dame, König, Ass und dann eben die Zahlen runter. Die vier Farben Karo, Herz, Pik und Kreuz. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Dieses Shirt ist, wie wir sehen können, in Schwarz. Und hier haben wir, das erinnert mich immer ein bisschen an S oder irgendwie an so Jason oder Michael Myers, so diese Horrorfilme. Hier haben wir einmal wieder Jesus, Schriftzug in Rot, blutiges Küchenmesser, die Clownsmaske und natürlich den Interpreten, wie man ihn kennt. Also nicht ganz so freundlicher Gesichtsausdruck. Das Shirt ist in Schwarz gehalten, komplett. Auf der Rückseite auch. Und wir haben es hier zu tun. Das habe ich noch nie gesehen, so. Mit so einem Silberglitzer-Etikett. Gilden Heavy Cotton, 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Die Größe ist, wie gesagt, M. Man konnte das bei der Bestellung frei auswählen. Also wie gesagt, ich glaube von S bis XXL, wenn nicht sogar 3XL, aber von S bis XXL gab es das, glaube ich, zur Auswahl.
Ich habe mich, wie gesagt, für M entschieden. Und als letztes haben wir dann hier noch ein Magazin. Ein sogenanntes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder es steht sogar auf der Box drauf, es nennt sich Tittenheft. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Also hier lesen wir St. Pauli Gar Sozial, Ausgabe Februar, März 2020. Kostet 1,87 Euro. Jawohl. Und ja, wie der Name schon vermuten lässt, es beinhaltet hauptsächlich knapp bekleidete bzw. nackte Frauen, aber unter anderem auch ein Interview, Seite 38 bis 45, und Hundesohn Skittles. Ja, also die knapp bekleideten, die mehr oder weniger nackten Frauen, die zeige ich euch an dieser Stelle jetzt nicht, aber was ich euch auf jeden Fall zeige, ist zum einen mal das hier. Wir haben hier nämlich eine Fotostrecke und hier so einen kurzen Text zum Hundesohn Skittles. Das ist ja der Hund, den Bones adoptiert hat. So sieht er aus. Und dann haben wir auch noch diverse Fotos. Hier gibt es jede Menge zu sehen von Frost. Also jede Menge Wände, die der gute Mann hier gemalt hat. Kann man sich hier ansehen. Unter anderem hier jede Menge Jesus Bilder und Schriftzüge. Und in der Mitte, wie man es so kennt bei so klassischen Magazinen, in der Mitte haben wir dann auch noch ein Poster zum Rauslösen. Und dieses ist beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir wieder eine knapp bekleidete, ja mehr oder weniger eine nackte Frau. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier den Interpreten, zumindest in der Rückenansicht. Ja, das Ganze endet dann hier noch mit ja, fragwürdigen Kontaktanzeigen. Könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle mal kurz das Bild anhalten und durchlesen. Und hier wird dann auch noch Werbung gemacht für das Spiel Kiezkönig, das Brettspiel der 187 Straßenbande. Das habe ich euch ja bereits in einem anderen Video von mir vorgestellt. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Heft, Magazin, wie gesagt, Tittenheft wird das Ganze bezeichnet. Dann haben wir ein Shirt, Größe des Shirts frei wählbar. Das Kartenspiel. Dann haben wir Sticker, drei Stück, zweimal quadratisch, einmal kreisförmig. Und natürlich das Album an sich hier im Pappschuber mit insgesamt 13 Tracks und 5 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Jesus von Jesus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jesus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.